Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und in diesem Video werde ich euch alle Editionen, alle Versionen von Star Wars Jedi Survivor mal vorstellen. Denn es gibt insgesamt drei verschiedene. Einmal eine Collector's Edition, die echt richtig geilen Stuff dabei hat, aber verdammt teuer ist. Dann gibt es noch eine Deluxe Edition, die auch echt coolen Ingame-Kram mit dabei hat. Und dann gibt es auch noch die normale Edition, mit der man quasi nur das Hauptspiel bekommt. Und es gibt noch einen allgemeinen Vorbestellerbonus. Ihr seht schon, das Ganze ist ein bisschen verwirrend. Von daher werde ich das Ganze mal in diesem Video zusammenfassen, auch mit den Preisen. Und ihr könnt dann natürlich entscheiden, welche Edition ist am besten geeignet für mich. Beginnen wir doch erst einmal mit dem allgemeinen Vorbestellerbonus. Den kriegt man, egal welche Version man sich holt, wenn man das Spiel halt vor dem Release vorbestellt. Und dabei kriegt man drei In-Game-Cosmetic-Items. Und zwar das sogenannte Jedi-Überleben-Pack. Das ist angelehnt an Meister Obi-Wan Kenobi. Man sieht auch schon, Cal Kestis hat dann so ein Outfit, was halt an Obi-Wan angelehnt ist. Das Lichtschwert bzw. der Lichtschwertgriff ist ebenfalls an Obi-Wan angelehnt. Und auch der Blaster ist in dem Stil gehalten. Sieht auf jeden Fall alles sehr cool aus. Kriegt man sowieso fürs Vorbestellen. Muss man nichts extra für bezahlen, von daher, das ist ein guter Deal. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rüber zu den Editionen und da gibt es ja insgesamt drei Stück. Das Spiel kommt raus auf dem PC und auf der PlayStation 5 als auch der Xbox Series. Hier unterscheiden sich die Preise ebenfalls nochmal, denn auf dem PC ist das Ganze 10 Euro günstiger. Damit kostet die Standard-Edition auf dem PC 70 Euro, auf den Konsolen 80 Euro und die Deluxe Edition kostet auf dem PC 90 Euro. Und auf den Konsolen dann ganze 100 Euro. Jetzt fragen sich manche vielleicht, was kriegt man denn bei der Deluxe Edition mehr, was man bei der Standard Edition nicht hat? Und dort sind ebenfalls wieder zwei kosmetische Packs dabei. Einmal das Galaktische Held Bundle, welches an Han Solo angelehnt ist. Hier hat man ebenfalls wieder ein Outfit für Cal Kestis und seinen Blaster und hier auch für BD-1. Und als zweites gibt es auch noch das Neuer Held Bundle. Hier hat man ein Outfit für Cal Kestis, welches angelehnt ist an Luke Skywalker. Und ebenfalls auch ein Lichtschwert, welches an ihn angelehnt ist. Und auch hier ein Skin für BD-1. Die Sachen sind natürlich alle nur kosmetisch, das heißt, da gibt es keinen richtigen Vorteil, wenn man das hat. Kann man sich überlegen, ob man davon Freund ist oder nicht. Ich finde es ganz cool. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung schreiben. Was aber jetzt verdammt geil ist, ist die Collector's Edition, die es bei Limited Run Games gibt. Das ist eine relativ bekannte Seite für so Collector's Editions bzw. so Sammler-Editionen von Videospielen. Und die haben eine Collector's Edition zusammengestellt. Kann man auch kaufen für Xbox, PlayStation 5 als auch PC. Und dort ist dabei ein riesiger Koffer im Star Wars Look gehalten, in dem man das Spiel und auch die ganzen Goodies bekommt. Eine Steelbook Edition des Spiels, die sieht richtig cool aus, wie ich finde. Dann gibt es noch ein Echtheitszertifikat. Und das Allergeilste, es gibt ein Replika von Cal Kestis Lichtschwert. Sieht verdammt geil aus, wie ich finde. Aber das Ganze hat auch einen extrem stolzen Preis, denn es kostet 300 Dollar. Und hier ist ganz wichtig zu erwähnen, das Ganze kommt aus den USA. Das heißt, ihr müsst ebenfalls noch Shipping bezahlen, ihr müsst ebenfalls noch Steuern bzw. Zoll bezahlen. Und von daher kommt das eher auf den Preis von so 440 Dollar. Und das ist schon verdammt happig. Da muss man natürlich überlegen, ist es mir das wert oder nicht? Das könnt ihr natürlich entscheiden. Limited Run Games auf jeden Fall eine Seite, die ich schon länger kenne. Und von daher trusted ist das Ganze. Bloß billig ist das Ganze auf jeden Fall nicht. Natürlich hat man hier auch die ganzen Deluxe Edition Vorteile drin. Das sollte aber klar sein. Und damit haben wir alle drei Versionen einmal im Überblick gehabt. Was denkt ihr? Was wählt ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Damit vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.